Unsere mimischen Muskeln nennen sich deswegen mimisch, weil sie ganz eng mit unseren Gefühlen verbunden sind und sich ja synchronisch zu unseren Gefühlen bewegen. Ja, unsere Gefühle machen einfach ganz handfeste Dinge mit uns. Sie formen. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Christina Schmidt und wir sprechen über das Thema Face Yoga, wie es gelingt, dir jünger, dynamischer, lebendiger, vitaler auszusehen in deinem Gesicht. Denn alles, was du in diesem Leben bekommst, wird immer durch die Menschen oder mit den Menschen geschehen. Und wenn andere dich nicht mögen, vielleicht weil du eine grimmige Visage hast oder vielleicht älter aussiehst, als du es müsstest, weil du vielleicht negative Gedanken oder Dinge aus deiner Vergangenheit, die spiegeln sich ja in deinem Äußeren wieder, die ganze Zeit mit dir mitschleppst, dann bist du in dieser Folge richtig, denn wir sprechen, wie das Innere das Äußere erschafft und nicht nur, welche Möglichkeiten du hast, um im Außen besser auszusehen, also welche Methoden, Praktiken gibt es, um im Gesicht knackiger auszusehen, sondern auch, was kannst du im Inneren tun, in deinem Bewusstsein, in deiner Einstellung, damit das Leben für dich ist und nicht gegen dich. Willkommen zurück, liebe Christina. Dankeschön. Christina, wir hatten in unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du sagtest, Maxim, über die Jahrzehnte Erfahrung, die du jetzt mit dem Face-Yoga, Gesichts-Yoga zu tun hast, da sehr, sehr viele Menschen im Außen was verändern wollen. Und dann sprichst du auch ein paar innere Themen und dann schieben die Menschen so ein bisschen zur Seite und wollen sich damit nicht befassen. Was sind denn da deine Erfahrungen und wieso ist es möglicherweise wichtig, auch da mal hinzuschauen? Weil uns manchmal nicht bewusst ist, wie wir wirken, weil wir uns manchmal so sehr auf das Äußere einschießen, vor allem wir Frauen, ab einem bestimmten Alter noch mehr, dass wir darüber hinaus vergessen, dass wir auch eine andere Wirkung auf unser Gegenüber haben, dass unser Gesicht, dass unsere Figur, dass das nicht alles ist, was wir sind. Und dass unsere innere Stimmung im Grunde genommen das Gespräch führt mit dem Gegenüber. Das heißt, wenn ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper oder mit meinem Gesicht, weil es so ist, wie es ist, wir haben im ersten Teil über Gesichtsyoga gesprochen und ich habe auch gesagt, es hat Grenzen. Natürlich werden wir trotzdem altern, wir können das Beste aus uns rausholen. Man kann mit 35, so wie ich, Zornesfalten haben. Und mit 48 nicht mehr. Trotzdem sehe ich, dass mein Gesicht altert. Und diese liebevolle Akzeptanz sollte ein Teil dieser Reise sein. Und ich arbeite viel mit Frauen, auch als ich noch meine psychokinesiologische Praxis hatte damals. Und ich weiß, wie schwer es uns fällt, so die Aufmerksamkeit nach innen zu bringen. Ja, wie sehr wir dazu erst einmal sowieso alle als Kinder werden wir dazu erzogen, unsere Aufmerksamkeit im Außen zu haben. Wir müssen ja dem Lehrer zuhören, wir müssen den Eltern zuhören. Wir lernen, dass da draußen entschieden wird, was richtig ist und was falsch. Aber die Reife, die Lebensreise dient ja dem, dass wir nach und nach diese Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwenden, und zwar unter anderem unserem Inneren, und anfangen, uns besser zu spüren. Und ich wünschte mir, dass Frauen, wenn sie mit Gesichtsyoga anfangen, das als Teil dieser Reise begreifen, denn nicht umsonst nennt sich das Gesichtsyoga und nicht Gesichtsgymnastik. Ja, Gymnastik, das sind einfach körperliche Übungen. Yoga ist ein Lebensweg. Zu Yoga gehört Achtsamkeit, Gewaltlosigkeit und auch sich selbst gegenüber. Wie oft denken wir Gedanken, die man so gar nicht als gewaltlos bezeichnen kann, wenn wir uns selbst kritisieren? Wenn uns unser Gesicht nicht gefällt, wenn sich die Figur nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen. Und da finde ich, das ist ein wichtiger Teil des Ganzen, dass wir, wenn wir diese Akzeptanz in uns nicht finden, dass wir sie zumindest suchen, dass uns bewusst ist, dass das ein wichtiger Teil dessen ist, im Frieden zu leben, ein Sinngefühl zu haben und Liebe haben zu können. Ja, ich kann mein Gegenüber nicht lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Denn wenn ich mich selbst nicht liebe, brauche ich die Liebe von außen. Ich brauche dann viel Bestätigung und dann liebe ich den anderen, damit er mich bestätigt. Ja, das ist so ein Kreislauf. Das eine geht ohne dem anderen nicht. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wo ich mir wünschte,
das in der Frauenwelt ein bisschen mehr Platz finden würde. Sehr, sehr klug, ja. Würdest du sagen, dass gerade die Frauen sich mit ihrer Rolle, die sie vielleicht Hunderte oder Jahrtausende lang spielen mussten, ja, Mama, die vor allem sich über das Äußere definiert und jetzt immer mehr Möglichkeiten bekommt, bei uns jetzt im 21. Jahrhundert, viele Frauen vielleicht noch in diesem, ja, in diesen unbewussten Abhängigkeit vielleicht noch, weil das ja in unserer Evolution, in den Genen auch verankert ist, dass sie noch dort leben und sich gar nicht die Möglichkeiten erlauben, oder aber sie haben die Möglichkeiten, es ist so, als wäre der Apfel vor ihnen und sie könnten zugreifen, aber unbewusst sich nicht trauen, weil diese Programme noch wirken und weil wir nicht glücklich sind, kriegen wir dann Falten, sind, ja, das Gesicht merkt ja auch auf Dauer, ne, wenn du im Inneren nicht glücklich bist, dass im Äußeren dann Falten dazukommen müssen, das Innere schafft das Äußere. Das ist, was würdest du Menschen empfehlen, speziell vielleicht auch Frauen, die merken irgendwie, hey, ich mache mein Gesicht die ganze Zeit, also so eine Art Ersatzbefriedigung im Außen, damit sie schicker aussehen. Allerdings irgendwie merken, das Leben ist nicht wirklich das, was sie leben wollen würden. Du bist ja auch zu Face Yoga so ein bisschen gekommen, ohne dass du unbedingt danach gesucht hast, aber du bist jetzt, lebst deine Leidenschaft und Passion. Ne? Ja, es wäre schön, wenn wir wieder mehr das Leben erleben würden, statt es zu planen. Ja, so wie du sagst, ich habe meine Pläne gehabt, aber das Leben hat andere Pläne gehabt. Mhm. Also wenn man, vielleicht mag man als ersten Schritt anerkennen, dass diese innere Anspannung, die man hat, wenn man sich nicht mag, sich im Gesicht widerspiegelt. Ganz egal, ob man ein Facelifting machen lässt oder Botox nimmt oder was auch immer, das mag schon alles glatt sein. Unsere mimischen Muskeln nennen sich deswegen mimisch, weil sie ganz eng mit unseren Gefühlen verbunden sind und sich ja synchronisch zu unseren Gefühlen bewegen. Ja, unsere Gefühle machen einfach ganz handfeste Dinge mit uns. Sie formen unser Gesicht, sie formen auch unsere Falten. Ich sage immer, wenn ich so eine E-Mail bekomme, wo ich merke, macht jemand Gesichtsyoga ganz verbissen. Ja, Verbissenheit macht unschöne Falten. Also man kann dann das Gesichtsyoga komplett richtig machen, aber wenn diese Verbissenheit mit dabei ist, dann wird das Gesicht nicht schön. Ja, das muss Hand in Hand gehen. Es muss diese Entspannung, dieser Frieden auch ein bisschen sich im Gesicht niederschlagen. Und man kann das auch vor anderen nicht verstecken. Also wir können uns noch so gerne einreden und irgendwelche Filter gibt es in Wirklichkeit, Gott sei Dank wenigstens in Wirklichkeit nicht, nur auf den Bildschirmen. Also wir Menschen haben Spiegelneuronen und sind automatisch darauf gepolt, das Gegenüber zu spiegeln, damit so etwas wie Empathie möglich ist. Und nachdem wir eigentlich nur miteinander können, ja, auch da können wir uns einreden, was wir wollen, wir gehören zusammen, sind wir von Natur aus so gemacht, ja, dass ich fühlen kann, wie es dir geht. Das bedeutet, wenn ich auftauche im Designergewand mit Botox und weiß was sonst noch was, wird mein Gegenüber trotzdem spüren, dass da irgendwas nicht gut ist. Ja, mein Gegenüber wird nicht entspannt sein, weil ich angespannt bin, weil ich gut ankommen muss. Nachdem ich keine Selbstliebe habe, ist es wichtig, dass du mich attraktiv findest. Ja? Mhm. Und das Gegenüber merkt diesen Druck, dieses Unruhensein und so weiter und wendet sich von mir ab und bestätigt mir dadurch meine Glaubenssätze, dass ich nicht lebenswert bin, so wie ich bin. Das ist ein Teufelskreis, in den Frauen ganz schnell geraten können, wenn sie nicht Halt machen und sagen, ich nenne das immer auf Entzug gehen. Ja? Ich verzichte jetzt ganz bewusst auf jede Art von Anerkennung, auf jede Art von Bewunderung oder was auch immer ich mir sonst von außen hole und sehe mir mal an, was da in mir ist. Wenn da niemand da ist, der mir sagt, dass ich gut aussehe, dass ich begehrenswert bin, dass ich liebenswert bin und so weiter. Und dort ist man dann an der Quelle. Ja, das fühlt sich am Anfang gar nicht gut an, das ist ganz klar. Aber das auszuhalten, zu lernen, ich halte das aus und vor allem daran zu glauben, dass auf der anderen Seite dieses Gefühls etwas anderes ist. Ja, dass ich dort etwas finden werde, was ich eigentlich suche. Weil das, was ich glaube, dass ich von da draußen brauche, ist es nicht wirklich. Es kommt nie dieses Gefühl, das, was wir suchen. Ja, das,
kommt nicht, egal ob mich jemand attraktiv findet oder liebt oder und so weiter. Das ist immer kurzfristig. Ist wie eine Sucht, ja? Wenn ich noch eine rauchen kann, dann bin ich kurz befriedigt. Aber nach 10 Minuten kommt das Gefühl, na ja, ich könnte schon wieder, ja? Und das ist mit dieser Liebessucht, mit dieser Anerkennungssucht, haargenau dasselbe. Es tut so gut. Aber es reicht nicht, ja? Es reicht nie. Kaum hat man das verdaut, kommt schon wieder, jetzt brauche ich es wieder und wieder und wieder. Und wir kommen da so nicht weit. Und es würde gerade Frauen wahnsinnig gut tun, einmal sagen, ich gehe auf diesen Entzug, ich lasse das mal und schaue mir an, was fühle ich, ja, diesen inneren Hunger und wo komme ich an, wenn ich mich traue, da durchzugehen, das auszuhalten. Und da durchzugehen, wo komme ich dann an? Weil da ist was. Ja, daran, für jeden von uns ist es was anderes, es fühlt sich anders an, aber da ist ganz viel, aber man muss es da suchen und nicht da draußen. Mhm. Wunderschön, wie du das zusammengefasst hast. Und die notwendige Bedingung ist auch, wie du richtig sagtest, auch mal mit sich selber Zeit verbringen, allein sein, ne? Und nicht die ganze Zeit im Außen, der Mann, der mich endlich stark oder der mich begehrt und ich dann, ne, mein Selbstwert künstlich aufbaue oder eine Arbeit oder eine Tätigkeit, sondern dass du in deinem Inneren ankommst und dadurch im Außen auch wirkst und auch in deiner Ausstrahlung dich veränderst. Jetzt bist du dennoch eine Expertin, die das Ganze ganzheitlich sieht und vielleicht hast du noch ein paar Tipps, knackige Ideen, was jeder im Hier und Jetzt tun kann, wenn er schon auf seiner Seelenreise läuft und aus dem Herzen lebt. Was er tun kann, vielleicht, wenn jemand morgens total fertig aufsteht, weil die Nacht vielleicht kürzer war wie sonst oder merkt, hey, der bildet sich gerade eine Unreinheit. Also ein paar knackige, praktische Tipps, vielleicht zu unterschiedlichen Hauptproblemchen im Gesicht, die so viele Menschen immer wieder haben. Ja, danke, dass du das ansprichst, weil ich bin der Meinung, dein Alltag formt dein Gesicht. Das heißt, sei dir dessen bewusst, was du im Alltag tust. Ja, das fängt schon mal mit der Mimik an. Schaut man immer, hat man sich angewöhnt, hier immer das zusammenzuziehen. Bei den Lippen hat man es auch ganz oft, ja, diese Anspannung. Aber was ich sehr wichtig finde, ist die Körperhaltung. Ja, das ist was, wo jeder sofort etwas tun kann. Sich anzugewöhnen, am Sesselrand zu sitzen und nicht anzulehnen. Also ich sitze oft einfach nur auf einem Hocker ohne Lehne, um mir die Möglichkeit zu geben, so in mir faul zusammenzusacken. Denn die Haltung gibt dem Gesicht die Grundlage. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Haltung nicht passt, wenn wir so zusammensinken, verlieren wir einfach die Konturen. Und damit verliert das Gesicht die Grundlage. Das ist etwas, das tut nicht nur dem Gesicht gut, sondern dem Rücken auch, der Brustmuskulatur. Wir dürfen nicht vergessen, da wo etwas verspannt ist, da sind die Faszien verspannt. Und wo Faszien verspannt sind, kommt das Blut nicht durch. Das heißt, wenn wir auch im Gesicht Verspannungen haben, dann wird die Haut nicht richtig versorgt. Da passt die Durchblutung nicht. Ja, und dann kann man auch so kleine Gelegenheiten nützen, wie zum Beispiel, wenn man auf der Toilette sitzt, dass man die Augen ganz weit macht, weil wir mit dem Alter so kleine Äuglein bekommen, weil sich der runde Muskel, der ums Auge herum liegt, verspannt, immer aus dieser Verspannung immer größer wird und irgendwann kriegt man das nicht mehr hin, ja, und man hat das Gefühl, oh, jetzt habe ich Schlupflider bekommen. Man kann die Augen ganz, ganz weit ausdehnen, mal für eine Minute lang oder so, das kann man mehrmals am Tag machen. Das ist eine ganz tolle Sache, die Augen offen macht. Wenn die Augen offen sind, fühlen wir uns besser. Ja, wenn alles in sich zusammensinkt, werden wir schnell müde. Ja, das Gesicht kommuniziert immer mit dem Körper. Auch unsere Körperhaltung kommuniziert mit der Seele. Wenn die passt, dann sind wir länger munter, sind wir länger fit, fühlen uns ganz anders. Ja, wenn die Körperhaltung passt, die Augen gut offen sind, sind wir ganz anders da als so und mit hängenden Oberlidern. Das sind so ganz kleine Sachen, die genügen, um gleich einmal ein bisschen Veränderung reinzubringen. Wundervoll. Was macht eine Christina, wenn sie merkt morgens, oje, heute habe ich gar nicht gut geschlafen? Also das ist mal das Erste. Sie holt sich ihre Gua Sha-Instrumente und dann mache ich ein sanftes Gua Sha, weil man die Massagen, die sind sehr intensiv, soll man eher am Abend machen.
Aber man kann auch mit der Gesichtscreme ein sanftes Gua Sha machen, um das Gesicht aufzuwecken. Und dann ohne Gesichtsyoga wird es kein guter Tag für mich. Also ich mache ja vor dem Frühstück noch 10 Minuten mindestens Gesichtsyoga. Man wird dann wach und munter. Ja, es kommt dann Energie ins Gesicht. Man ist dann ganz anders präsent. Mhm. Was hältst du davon, sowas wie eiskaltes Wasser, Eiswürfel rein, Gesicht reintauchen? Oder sagst du, lieber gibt es ja die verrücktesten Dinge von Kaffee, glaube ich, auf die Augenringe bis zu... Ja. Was gibt es da noch, schwarzen Tee und sowas in der Art? Ja, das Kaffee kann auf jeden Fall was. Das mit dem Eis ist auch ganz toll. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es Menschen gibt, denen das nicht gut tut. Also was mein Punkt ist, warum ich es nicht mache, ist, weil ich nicht glaube, dass es meinen Augen gut tut, wenn ich mein Gesicht im kalten Wasser habe. Für die Haut ist es definitiv gut. Es hilft übrigens auch gegen Panikattacken, ja, weil diese Ängstlichkeit um sich greift und in den letzten 2 Jahren ein großes Thema geworden ist. Das Gesicht ins eiskalte Wasser zu tauchen, beruhigt. Ja, das bringt, kann man gut machen. Ja. Wunderbar. Und für all diejenigen, die sagen, hey, jetzt hat mich die Frau angefixt, was da alles möglich ist, egal welche Falten sich bei dir gerade im Gesicht bilden, die du sagst, oh Gott, nicht wie bei Opa oder Mama oder Papa, auf die habe ich jetzt noch keine Lust, dann sei dir dessen bewusst, du kannst aktiv etwas ändern. Und Christina hat dafür extra speziell einen Online-Kurs. Sie hat da nicht 3, 4, 5 Online-Kurse, sondern einen. Und da hat sie ihr gesamtes Wissen der letzten Jahrzehnte reingepackt. Und wenn du Lust hast, mit dem Gutscheincode GENIE, so gütig war sie zuvor, bekommst du über 10% auf den Kurs zusätzlich und kannst das ganze praktische Wissen, Übungen, konkrete Tools, konkrete Anwendungen, was sofort hilft, je nachdem, welche Falten dich in deinem Gesicht am meisten stören. Christina, ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du da mit so viel Entspanntheit, aber auch Bewusstsein vorangehst. Wir sind ja beide beim gleichen Verlag, sind unsere Bücher erschienen. Und ich freue mich, dass du den Menschen auch zeigst und lehrst, dein Inneres ist immer das, was außen wirken wird. Und lieber vielleicht eine Falte mehr im Gesicht, aber dafür ein glückliches Herz statt umgekehrt. Danke von ganzem Herzen, dass du tust und wirkst. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wie schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Eine Frage. Kennst du schon mein Buch Soul Master? Es ist laut Spiegel das erfolgreichste Persönlichkeitsentwicklung-Buch im gesamten Jahr 2022 und stand über 6 Monate auf der Spiegel-Bestseller-Platz-1-Liste. Wenn du es noch nicht kennst, so bekommst du das Buch oder Hörbuch direkt hier.